Hallo und herzlich willkommen zur 12. Ausgabe von 7 Tage Poker. Wieder mal Abed Klön in Berlin von Poker Olymp und ich, Robert Wertheim, in Wien von Plan P. Abed, fangen wir an mit PokerStars. Ja. PokerStars. Beat the Clock, ein ganz aufregendes, innovatives Konzept. Und PokerStars ist glücklich und die User auch. Naja, also kam am Dienstag, also vor jetzt 3 Tagen raus. Ganz neues Format auf PokerStars, ist mehr oder weniger einfach ein ganz fixes Turnier. Dauert 5 Minuten, man spielt mit 48 Spielern im Zoom-Modus, das heißt in dem Moment, wo man foldet, zack, gleich in die nächste Hand gedealt. Im Moment gibt es das mit Buy-ins zwischen 1 bis 5 Dollar, also vergleichsweise preisgünstig. Und das Ziel bei diesem Turnier ist einfach nur, diese 5 Minuten zu überleben. Du fängst mit extrem wenig Chips an und die Blinds steigen auch noch jede Minute kräftig an. Am Ende ist dein Startstack noch genau 5 Big Blinds wert. Und dadurch, dass du nur zu viert spielst, bist du eben auch andauernd in den Blinds. Die Action wird dort gezwungen. Das Ganze macht tatsächlich vergleichsweise viel Spaß. Und wenn du das Ganze nach 5 Minuten überlebt hast, dann wirst du proportional zu deinem Chipstack einfach ausgezahlt. Das heißt, du fängst mit 5000 Chips an, wenn du danach dann 10.000 hast, dann kriegst du fast das Doppelte von deinem Einsatz raus. Klingt erstmal super Sache, geht halt ganz fix. Man weiß sofort, wie lange das Spiel dauert. Hat allerdings einen enorm großen Haken. Der Haken heißt Drake. Die Dinger sind mir einfach scheiße teuer. PokerStars nimmt tatsächlich auf diese 5-minütigen Turniere 11% Drake. Das ist unverfroren hoch. Was einfach bedeutet, ja, de facto, wenn man 9 dieser Turniere gespielt hat, dann hat man ein Buy-in in Rake einfach weggedrückt. Das heißt, die sind rechnerisch nicht zu schlagen. Anders als die Spin and Goes, die kann man noch irgendwie, wenn man richtig gut ist, schlagen. Diese Dinger hier absolut unschlagbar. So viel Spaß sie auch machen, de facto ist es, man könnte genauso mit Blackjack oder Roulette spielen, was vielleicht anderen Spielern genauso viel Spaß macht. Vom Poker. Was glaubst du, welche Zielgruppe das eigentlich? Die werden sich ja irgendwas gedacht haben dabei, oder? Ja, also ich glaube, ich bin inzwischen die perfekte Zielgruppe. Also einfach so der Freizeitspieler, der nicht mehr spielt, um Geld zu verdienen, sondern einfach nur aus Spaß an der Freude. Aber zum Bankroll-Building ist es nichts. Überhaupt nicht. Also wenn man mal auf Klo sitzt und irgendwie oder in der S-Bahn nicht weiß, was man in 5 Minuten machen soll, ist das super. Aber um das ernsthaft zu spielen, nein. Und ich würde auch tatsächlich jedem empfehlen, diese Dinger, okay, probiert's aus, spielt's 2-3 Mal und dann lasst es bitte einfach sein. Weil man kann PokerStars nicht, dadurch, dass man an den Turnieren teilnimmt, dann noch unterstreichen, okay, ihr könnt so einen Quatsch anbieten. Weil das ist einfach, das macht Poker komplett kaputt, wenn du etwas hast, wo selbst der beste Spieler keine Chance hat, auch nur ansatzweise Drake zu schlagen. Und Drake ist so exorbitant hoch, selbst wenn sie in die Hälfte genommen hätten, hätte ich gesagt, das ist viel zu hoch. Und sie haben einfach 11% für 5 Minuten, das ist absoluter Witz. Das ist sehr schade, weil die Turniere machen eigentlich Spaß, aber so, nein. Du, auch etwas, wo PokerStars hier ein bisschen in den Nesseln gesetzt hat, das ist das Spin & Go, die TV-Show auf Sport1. Hast du es da gesehen? Hast du es ertragen? Ich habe es teilweise ertragen, ja. Ich habe es nicht live angeschaut. Das ist dafür ist nur meine Zeit dann vielleicht doch etwas zu schade, mich da nachts vor den Fernseher zu knallen. Allerdings ist das Video ja online. Ich finde es, wenn man Knossi erträgt, dann ist das durchaus erträglich. Aber ja, ich kann schon sehen, was deiner Meinung nach gegen dieses Sendeformat spricht. Na, vieles. Ist mir viel zu nervös. Der Jens mag ja ein lieber Kerl sein, weil er wirkt in der Sendung wieder wie dieser Jürgen Milsk hier auf Amphetamin oder so. Und auch diese Co-Moderatorin, wie heißt die, Verena? Ja, irgendwas mit Verena, ja. Ja, die ist so herzlich wie Frauke Petri im Flüchtlingslager. Wirklich. man sieht nichts. Es ist stinklangweilig. Also ich fand das Konzept durchaus hübsch. Aber ich muss einfach dir da auch zustimmen. Es ist viel zu schnell, weil du einfach du verstehst als Zuschauer kaum, was dort eigentlich gerade passiert. Du hast immer nur All-In und du fragst dich, okay, was, wer, warum und was hat das mit Poker zu tun? Es ist, da hätte man vielleicht einfach ein bisschen Tempo rausnehmen können. Es wirkt halt alles sehr nach 9 Live. Ja, was ja prinzipiell nicht. Es ist 9 Live. Ja, aber das ist, man spricht ja auch
genau das Publikum an. Das ist auch etwas, das haben, glaube ich, viele aus unserer Pokerbranche mit der Rap-Poker-Sendung nicht verstanden. Dass einfach wir, die irgendwie Ahnung von Poker haben, da gar nicht angesprochen werden sollen. Das geht einfach darum, dass du neue Zielgruppen ansprichst. Und ich glaube, das schafft diese Sendung irgendwie. Wobei ich da auch der Meinung bin, genauso wie bei Stefan Raab, man kann vieles besser machen. Und das war einfach zu hektisch. Da ist einfach, da geht einem das Verständnis für das, was da gerade passiert, irgendwie ab. Ich glaube, das schadet Poker sogar. Ich glaube, solche Konzepte schaden Poker. Das macht ja wirklich den sportlichen Charakter von Poker lächerlich. Ja, das ist halt auch, ja, bei diesem Format, es wird halt überhaupt nicht in irgendeiner Art und Weise über Strategie gesprochen. Und auch die Spin and Goes, so wie man sie da spielt, haben ja durchaus eine strategische Komponente. Wann pushe ich, wann fold ich und wann tue ich vielleicht doch mal ein bisschen was anderes. Das wird halt überhaupt nicht besprochen da. Da könnte man schon, man kann ja zumindest den Leuten irgendwie erklären, okay, wenn ihr irgendwo ein Ass habt, dann rein mit der Möhre, wenn ihr 7-3 habt im Big Blind, dann sollte man das folden auf dem Push. Zumindest so ein paar einfache Regeln, wie man das korrekt spielt, hätte man ja schon geben können. Das kommt halt gar nicht vor. Ist irgendwie ein bisschen fatale Möglichkeit vielleicht auch. Aber ich finde es nicht so schlecht, wie du es machst. Ich glaube, es gibt Leute, denen das tatsächlich irgendwie gefällt. Ich bin verwöhnt. Wo sind die Zeiten, wo auf Sport 1 noch richtiges Poker lief? Ja, die sind inzwischen leider auch etwas länger her. Übrigens, was ich noch zu dem Pokerstars-Konzept von diesen Spin and Go aus TV-Show sagen wollte, muss man sowas tatsächlich ins Fernsehen bringen? Es gibt genug Konzepte, es gibt genug gute Konzepte. Die Leute von Pokerstars oder Sport 1, die sollen sich mal mit Herrn Heidmann zusammensetzen und nach seinen Ideen fragen. Der hat gute Ideen, der hat Konzepte, der weiß, um was es geht. Und ich glaube, dass da so unwahrscheinlich viel Potenzial liegen bleibt, weil die Verantwortlichen, glaube ich, einfach nicht die richtigen Leute fragen. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob man nicht theoretisch sogar als Pokerstars sich das sehr einfach machen könnte und sagen könnte, okay, nee, wir nehmen die EPTs, schneiden das nochmal ein bisschen zusammen, bums, fertig haben wir eine Pokersendung über mehrere Tage. Alternativ könnte man jetzt als 888 in den deutschen Markt gehen und sagen, okay, wir nehmen uns irgendwen daher, der die ganzen ESPN-Folgen auf Deutsch nochmal kommentiert und zack, haben wir einfach mal 24 Stunden WSOP, die man anbieten kann. Und das würden die Leute auch auf alle Fälle schauen. Sie schauen es ja jetzt schon auf YouTube auf Englisch und wenn das auf Deutsch vorhanden wäre, würden sie es eben auch schauen. Also da muss man jetzt nicht mal irgendwie was Neues produzieren. Die Sachen sind schon da. Man müsste sie einfach nur bringen und es würde auch geschaut werden. Aber apropos Pokerstars, Amaya hat ja auch noch was. Ich weiß nicht, muss er jetzt ins Gefängnis und kauft er vom Gefängnis? Erklär mir das alles bitte. Ja, der David Bazoff, der ehemalige CEO von Amaya Gaming, das ist die Muttercompany von PokerStars seit 2014, hatte schon vor der geraumer Zeit angekündigt, er will ganz gerne PokerStars bzw. Amaya Gaming selbst aufkaufen und hat jetzt tatsächlich ein Angebot auf den Tisch gelegt. Da hat sich vier Privatinvestoren, das sind Companies, von denen kein Mensch bisher gehört hat, zusammengesammelt, die in Summe 3,5 Milliarden US-Dollar auf den Tisch legen und die wollen jetzt ganz gerne Amaya Gaming kaufen, das ganze Ding dann von der kanadischen Börse nehmen und das als ein Privatunternehmen führen, so wie das damals mit PokerStars und Herrn Scheinbergs eben auch war. Und ja, das Angebot liegt jetzt vor bei PokerStars und ja, jetzt ist erstmal der Ball bei Rafi Ashkenazi, das ist der jetzige CEO von PokerStars, der mit den Shareholdern dann auch sprechen wird und da gegebenenfalls eine Kaufempfehlung oder eben das Gegenteil von abgeben wird. Das für die Spieler wird das mittelfristig, wenn das passieren sollte, keine Auswirkungen haben. Langfristig es ist eher negativ zu bewerten, glaube ich. Und bei dem David Bazoff ist es halt so, er ist deswegen ehemaliger CEO von Amaya Gaming und nicht mehr amtierender, weil gegen ihn wegen Verdachtes von Insiderhandel ermittelt wird, beziehungsweise dort das Ganze schon vor Gericht ansässig ist. Kommt da eigentlich was raus dabei? Oder? Noch nicht. Er soll sich beim Kauf von PokerStars bereichert haben, über Familienangehörige und so einfach ein paar Tipps gegeben haben. Und das wohl in relativ großem Umfang. Die kanadischen Behörden haben dort wohl relativ belastbare Beweise, weswegen er im August dieses Jahres, ich glaube August war es, zurückgetreten ist als CEO. Und ja, ich weiß nicht, ob man so jemanden unbedingt dann als wieder neuen Chef von PokerStars haben will. Die Auswirkungen dürften mittelfristig nicht wirklich spürbar sein. Langfristig wird es vermutlich darauf hinauslaufen, dass
noch mehr Geld aus dem System rausgepumpt wird. Weil das ist ja jetzt schon zu sehen. Aber das ist sehr wahrscheinlich, dass diese Tendenz sowieso anhalten wird. Jetzt hat PokerStars auch vor einer Woche die neuen VIP-Programme für 2017 nicht vorgestellt, aber zumindest so Ankündigungen getroffen, und das sieht alles relativ horrend aus. Also ist jetzt die Sache, die VIP-Rewards werden bei 28% fürs Erste gecapped, allerdings auch nur bis auf Widerruf. Das heißt, das kann alles noch viel weiter reduziert werden, und das scheint sehr wahrscheinlich, dass das passieren wird. Gleichzeitig werden sie ab Mitte nächsten Jahres sämtliche Stars-Coins von inaktiven Accounts einfach löschen. Die haben ungefähr 50 Millionen Dollar einfach in nicht verbratenen Stars-Coins da rumliegen, und die werden einfach dann zum Juli gelöscht. Wenn man nicht sich alle 6 Monate mindestens einmal anmeldet und das Produkt von PokerStars irgendwie nutzt, dann verschwinden alle Stars-Coins. Und das kann bei einigen Spielern eine ganze Menge Kohle sein. Also vielleicht einfach mal nachgucken, dass man doch ab und zu mal ein bisschen was umsetzt da. Weil Ich das nicht. sieht, dass man nicht mehr zocken will. Und noch einmal PokerStars. Jens Lackemeyer geht ab wie Sau. Jetzt hat er wieder irgendwas gewonnen, oder? Ja, na, irgendwas. Er hat halt das Thunder Grand in Omaha gewonnen. Das ist das zweimal. Das ist das teuerste Sonntagsturnier, was man auf PokerStars spielen kann. Kostet 1050 Dollar, und das hat er innerhalb von 3 Wochen zweimal gewonnen. Das ist schon eine relativ beeindruckende Leistung. Auch wenn bei diesem Turnier jetzt nicht ganz viele Leute mitmachen. Es ist schon noch über 100 Teilnehmer, und die sind jetzt nicht gerade das niedrigste Kaliber. Sich da zweimal innerhalb von 3 Wochen durchzusetzen, ist schon respektabel. Auch gewonnen hat der gute alte Wladimir Gechtenbein. Der hat irgendwas in Asien gewonnen. Was war mit dem? Irgendwas ist gut. Der hat die asiatische Pokermeisterschaft in Macau gewonnen, das von PokerStars, schon wieder PokerStars, ausgetragen. Da hat er das Main Event tatsächlich gerissen, durchaus eine beachtliche Leistung ist, dafür, dass er vor 2 Jahren eigentlich noch komplett pleite war. Und er hat es geschafft. Er ist jetzt der erste Spieler, der so ein PokerStars Live-Event sowohl in Europa, damals das Snowfest, und jetzt in Asien, in Macau gewonnen hat. So, haben wir noch etwas auf der Liste? Nee, ich glaube, unsere Liste ist tatsächlich abgearbeitet. Ja, wir könnten jetzt noch Kasuf und Wajo erwähnen, aber ich Ja, glaube. Kasuf und Wajo, oder? Ach, nehmen wir sie rein. Ja, wie ist Kasuf und Wajo? Also, Kasuf ist der Held unserer WSOP. Haben wir ja schon oft genug erwähnt. Er hat es nicht ins Finale geschafft, ist aber trotzdem quasi der Einzige, der vermutlich in 3 Jahren überhaupt noch hängen bleiben wird. Und der Will Kasuf hat auf Reddit ein relativ kurzes AMA gegeben. Das ist ein Ask Me Anything, wo man Fragen stellen kann und er antwortet. Und da hat einer gefragt, okay, wie hat er das Finale zwischen dem Queen Win und dem Gordon Wahyu wahrgenommen? Und da hat der Kasuf dann erst sehr viele lobende Worte zu dem Win gefunden und gesagt, der Mann hat Eier aus Stahl, und das Spiel hat ihm sehr gefallen. Und dann hat er sehr horrende Worte zu dem Gordon Wajo gefunden. Was sind denn horrende Worte? Wajo war im Heads-Up eine blanke Enttäuschung, eine Schande, eine Blamage. Er spielte so passiv, sein Spiel war das totale Gegenteil von Win. Es war das Gegenteil dessen, was es braucht, um Weltmeister zu werden. Verglichen mit Wins Eiern war Wajo eine riesige Muschi. Ja. Wobei er hat recht. Ja, das kann man, glaube ich, genauso stehen lassen, zumindest auf das Spiel bezogen. Die beiden hatten schon, sind vorher mehrfach aneinander geraten, als der Kasuf auch noch mitgespielt hat. Ich glaube, das nimmt der Kasuf auch immer noch übel, dass der Wajo da wohl auch teilweise hinter seinem Rücken schlecht über ihn geredet hat. Gut, aber Ja, so. aber wer austeilen muss, der muss auch einstecken können. Also wenn dann einer Pussy ist, dann ist es. Ja, weil er hat sich jetzt nicht hingestellt und gesagt, Leute, ich muss euch mal was sagen, sondern er wurde gefragt. Und dann hat er einfach seinen Plappermaul freien Lauf gelassen. Und der Vajo hatte wohl quasi hinter seinem Rücken anderen Leuten erzählt, dass er dort andere Spielerinnen so beschimpft hätte, dass sie geweint hätten. Und dem hatte der Kasuf dann auch widersprochen, gesagt, naja, es ist nicht vorgekommen, und der Bayo hat da dummes Zeug erzählt. Und ja, gut, so kommt dann halt das eine zum anderen. Und bezogen auf Bayos Spiel hat diese Einschätzung, dass er dort sich sehr passiv gezeigt hat im Heads-Up des WSOP-Finales, durchaus Bestand. Also da hat er auf alle Fälle recht. Ich danke dir, schöne Grüße nach Berlin. Ja, Grüße nach Wien zurück. Und wir hören uns nächste Woche. Gut, sehr schön. Danke dir. Ciao, ciao. Ciao.